Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Wings mit unserem neuen freiwilligen Second Lieutenant Fuszeli. Null Missionen, null Kills. Das kann ja heiter werden. Wollen wir mal sehen. Ist auch interessant, ich weiß gar nicht, ob sich unser Pilot davor schon in seinen Werten verbessert hatte. Oder ob man darüber Bescheid bekommt, denn jetzt startet der Fuszeli ja mit praktischen Standardwerten, bei schon eher fortgeschrittene Missionen. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das so ergibt. Wir schreiben den 6. April 1916. Excited to hear that 2 days ago a French Newport shot down a Zeppelin with a Lepreux rocket. Aha, also eine französische Maschine hat einen Zeppelin mit einer Rakete abgeschossen. Wish we could get our hands on some of these air-to-air terrors, but Farah ain't impressed with them. Wir würden gerne mal so eine Rakete sehen, aber unser Colonel Farah sagt, er ist da nicht sehr beeindruckt von. Rockets are a passing fancy, he says. They ain't got no range. Und er sagt, Raketen sind eine kurzweilige Erscheinung, aber sie haben keine Reichweite, werden sich nicht durchsetzen. Maybe he is right. Maybe we should forget about science experiments and just concentrate on strafing the balloon front. Genau, vielleicht sollten wir uns auf das konzentrieren, weswegen wir hier sind, auf den Krieg. Und es steht mal wieder eine Strafing-Mission an, in der Nähe von Verdun. Die mag ich immer. Ich bin gespannt, auf was wir jetzt schießen müssen. Infanterie? Auf dem Konvoi? Wer weiß das schon. Ist aber, ich glaube, eine gute erste Mission für den guten, lieben, netten Second Lieutenant Fuszeli. Strafe the Infantry. Also wieder schön auf die Infantry schießen. Jetzt hätte ich fast das Wort Schießen falsch ausgesprochen. nee, komm hier. Solche dreckigen Wörter will ich nicht haben in meinem Let's Play. Also ist das ein relativ easy Anfang jetzt für den guten Fuszeli. Dem neuen Freiwilligen. Close on the heels of an enemy brigade, we dropped into position and spread out. Fritz got the message and took cover as we opened fire on his pointy-headed infantry. Naja, also Fritz, der Deutsche, hat es mitbekommen, dass wir ihn aufgespürt haben. Er geht in Deckung und schießt zurück. Na, das kann ja super werden. Ich habe gedacht, die merken das nicht. Naja, schauen wir mal. Also gilt es jetzt in dieser Mission wieder, möglichst viele Soldaten zu treffen. Die scheinen aber nicht viel davon mitbekommen zu haben. Oh nein! Das kommt sicherlich nicht gut. Oh oh. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mission dadurch jetzt schon automatisch ein Fehlschlag ist. Ah ja, müssen wir mal gucken. Fliegen wir erstmal zu Ende. Kriege ich auch noch dich da und dich? Nee, der Fuszeli. Schießt einfach auf dem roten Kreuzfahrzeug. Na komm. Dich kriege ich. Ach, da hat sich noch einer versteckt hinter dem Gebüsch. Ja, der bewegt sich aber auch so nah am Fahrzeug. Das ist nämlich auch nicht erlaubt. In den roten Kreuzfahrzeugen dürfen keine Truppen transportiert werden, keine Waffen. Zumindest keine kampfaktiven Truppen. Das geht nicht. Und dann darf sich sicherlich auch keiner in der Nähe aufhalten. Dort Schutz suchen. Mit diesen Fahrzeugen. Nee, so geht das nicht. Also würde ich sagen, steht jetzt 1:1. Naja, ein paar Löcher haben sie mir reingeschossen in den Flieger, aber das geht ja wohl noch. Kommt sonst nichts mehr zum Abschießen? Bin gespannt, was Colonel Farah sagt. Auf der anderen Seite, wer sagt ihm das schon, dass wir ein Rotkreuzfahrzeug abgeschossen haben? Ich werde es ihm sicherlich nicht sagen. Schade. Ups. Ja, ups, das ist auch mein Gedanke. Startet der Fuszeli ja mit einem Fehlschlag. Mission Failure. Schade. Tja, fail to avoid ambulances. Aber immerhin von 60 Soldaten 43 abgeschossen. Okay, der Auftakt war miserabel, ich geb's ja zu. You're bucking for War Criminal of the Year, Buster! Willst du der Kriegsverbrecher des Jahres werden? Anyone who kills an innocent is worse than the enemy. Remember that, cause I'll be watching you. Na gut, jetzt stehen wir unter Beobachtung.
Tut mir leid, Colonel, es war doch keine Absicht. Der Soldat stand an dem Wagen dran, ich wollte auf den schießen, der Wagen fliegt in die Luft. Was soll man da machen? Naja, vielleicht geht's jetzt mal wieder hoch in die Lüfte. Ein schöner Dogfight wäre vielleicht mal was anderes. Vielleicht können wir da mal unser Können unter Beweis stellen. Ah, schlechter Einstand für den Fusselli. Aber mein Gott, man muss das positiv sehen, es kann nur besser werden. So, wir schreiben den 8. April 1916. Our fight is becoming more bitter. A German pilot we captured keeps telling us how the Central Powers are going to bleed France white. Aha, wir haben also einen deutschen Soldaten festgenommen, beziehungsweise den halt mal gefangen und der erzählt uns, wie die Deutschen die Franzosen beziehungsweise Frankreich übernehmen wollen. He thinks we're doing is a turning point in the war for his side. I think he's been drinking too much Schnaps. Ja, er denkt, dass Verdun ein Wendepunkt im Krieg ist. Und ich denke, dass er zu viel Schnaps getrunken hat. Aber ich glaube, das Wort Schnaps hätte ich jetzt nicht übersetzen brauchen. Just got assigned to the evening patrol. Two of us will be sneaking over to Strasbourg, where first-class Fokkers are in abundance. Also, Patrouille zu zweit Richtung Straßburg. Und dann werden wir wohl auf ein paar Fokkers treffen. Sind dann, glaube ich, auch schon die Doppeldecker-Maschinen. Da ist die KI dann ein bisschen besser, die Maschinen sind besser, das wird dann nicht so einfach. Oh! Oh, 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 oh! Second Lieutenant Fusselli fliegt zusammen mit Major Bobby Germain. Oh! Naja, da haben wir zumindest einen guten Soldaten an unserer Seite. Was soll da noch schief gehen? Ich meine, da oben werden sicherlich keine Rotkreuz-Flugzeuge rumfliegen. Vielleicht ADAC-Flugzeuge, aber die sind dann sowieso im Privateinsatz und nicht angemeldet. Von daher kann gar nichts schief gehen. As we reach the skies over Strasbourg, we spotted three monoplanes on patrol above us. They had the advantage entering the dive and we were forced to split to avoid the attack. Also die sind über uns, greifen uns an und wir müssen uns aufteilen. Ja, mal sehen. Wenn der nach links fliegt, fliegen wir nach rechts oder andersrum. Wenn die jetzt von oben natürlich angeschossen kommen, klar, sind wir im Nachteil. Los geht's. Dann machen wir das halt mal so. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Da versagt gerne mal der Motor, wenn man die Maschine so hochzieht. So, bitteschön. Das dürfte doch der erste Abschuss für den guten Second Lieutenant Fusselli sein, oder? Waha! Maschine. Gegner. Na du. War da nicht noch ein dritter? Weil er eben der jetzt so hinterher guckt. Einer ist gerade auf den Boden aufgeschlagen. Das hört er mal, wenn dieses dumpfe Brusch kommt. Wow, 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 wow. Meine ich das nur, oder sind die schneller unterwegs? Naja, warten wir's mal ab. Noch läuft's doch ganz gut. Der hier? Will der flüchten, oder was? So kommt der gar nicht in die Tüte. Nanu! Hab ich den von da aus getroffen? Von hier aus? So weit entfernt? Oder war das mein Kumpel? Der Major. Ja, jetzt sollte ich den Major nicht noch reinfliegen. Das wäre, glaube ich, ich glaube, das würde mir der Colonel erst recht übel nehmen. Na bitteschön. Das dürfte jetzt aber auch mein Abschuss gewesen sein. Ich sehe das so, dass ich zwei abgeschossen habe und der Colonel bzw. der Major nur einen. Mal sehen. Hauptsache der Fusselli hat genauso einen hübschen Schal wie der MS Standard. With the last Hun in flames, we turn back to the base. Sehr schön. Los, zeig die Statistiken. Wie viel habe ich abgeschossen? Yes, Second Lieutenant Fusselli. Zwei Planes. Sehr schön. Das dürfte Colonel Charles Ferrer doch jetzt wieder ein bisschen milder stimmen, oder? Na, vielleicht sagt er jetzt auch mal ein positives Wort. Sagt so, naja, komm, schlechter Auftakt, aber... Sagt er natürlich nicht, aber das macht ja nichts. Zwei Missionen, zwei Kills, warum nicht? Schau mal auf die Uhr. Ja, da kriegen wir noch eine Mission rein jetzt. War übrigens eine tolle Ehre, mal mit Bobby Germain, den großen Major, zu fliegen. Hat Spaß gemacht. Mal sehen, was jetzt auf uns wartet. Ich mag übrigens die Musik in dem Spiel.
finde ich total super, wirklich total passend. 10. April 1916. Every day I learn new things about this war. This morning I found out that Farah has a mole on an enemy base. Was hat der, ein Maul auf einer feindlichen Basis? Ach so, ein Maulwurf in der feindlichen Basis. Aha, jetzt verstehe ich, wollte schon sagen, ne? Warum hat der denn ein Tier? Okay, for a few bucks each week he gets tips on what the Huns are planning. Ah, für ein paar Dollar in der Woche, für ein paar, ja, Euro wahrscheinlich nicht, aber für ein paar Dollar in der Woche kriegt er immer schöne Tipps, was die Deutschen so planen. Last night warning came on the wireless that a Goffer is coming at noon today to bomb our boys at Verdun. Okay, da sollte also nochmal eine Bombardierung stattfinden in Verdun. With only one accompanying fighter, the bomber should be no match for the four of us going up on the Sly. Sly? Muss da nicht Sky stehen? Wie auch immer. Auf jeden Fall steigen wir zu viert auf und wollen diesen Bomber abfangen. Und Colonel Farah vertraut seinem Maulwurf so sehr, dass da keine feindlichen Flieger mitfliegen? Protect the base. Okay. Okay, Protect the Base. Sagt mir jetzt gar nichts, die Mission. Habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Wir fliegen zusammen mit Second Lieutenant Marshall Neville, Second Lieutenant Mike Donnelly und First Lieutenant Mark Campbell. Protect the Base. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann einfach nur den Bomber so schnell wie möglich abschießen, bevor der seine Ladung abwerfen kann. Naja, wir werden es jetzt gleich sehen. Schauen wir mal, was da so auf uns wartet. Ich glaube aber nicht, dass der ohne Begleitschutz kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja Wahnsinn. Farah had been buying his tips wisely. At noon, we found the Goffer and its escort cycling. Ja, natürlich, mit Escort, habe ich doch gesagt. Der Verdun Prey. We said a quick hello, Hun! From a pillow formation prepared to send our visitor plummeting back to Earth. Ja, wir versuchen also, die Besucher zurück auf die Erde zu schicken. Möglichst in Flammen. Und dann wollen wir mal nach links abdrehen. Mal sehen, ob man den Bomber irgendwie erkennen kann, der irgendwie markiert ist, aber der dürfte ja genauso aussehen wie die anderen Flugzeuge auch. Am besten holen wir einfach alle Flieger vom Himmel. Ich glaube, das ist das Einfachste, was wir machen können. Auf wen soll ich denn jetzt mal schießen? Am besten auf ihn hier, oder? Wow. Fusse, die ist genauso ein Draufgänger wie der große MS-Standard. Oh Mann. Nicht, dass uns hier noch die freiwilligen Piloten ausgehen, liebe Zuschauer. Nach wie vor könnt ihr euch natürlich in den Kommentaren eintragen, wenn ihr dabei sein wollt. Wenn ihr genauso Kriegshelden werden wollt, wie hier der MS-Standard. Der gute Fusseli, der jetzt hier in seinem Flieger sitzt. Treffen wir den von hier aus? Ich glaube nicht, der ist noch so weit weg, oder? Irgendjemand ist gerade abgeschmiert. Hoffentlich keiner von unseren Jungs. Jetzt habe ich auch gar nicht am Anfang an darauf geachtet, wie viele gegnerische Soldaten da überhaupt bei waren. Gegnerische Soldaten, gegnerische Flieger. Warum kommen wir nicht in dessen Nähe? Hallo, fliegt der weg oder was? Feigling. Waren das drei Flieger? Vier, fünf, sechs? Aha, jetzt kommen wir, glaube ich, näher. Ein Stückchen. Mist. Den habe ich nicht erwischt. Ich will ja nicht ohne Abschuss rausgehen. Was soll Colonel Farah denken? Von mir. Wird er wieder sauer. Ah, da sind noch zwei Deutsche unterwegs. Ah. Also irgendwie können die eine ganze Menge einstecken auf einmal. Nicht, dass sie eine neue Panzerung erfunden haben, die Deutschen. Das wäre ja fürchterlich. Der ist unter mir. Wow! Wo kam der denn auf einmal her? Seid ihr wahnsinnig? Okay, der schmiert ab, der Deutsche. Sehr schön. Das habe ich trotzdem nicht mitgezählt, wie viele noch übrig sind. Da ist einer in Flammen. Und da ist noch einer. Den holen wir uns ja wohl. Vorhalten, bisschen mehr vorhalten, bisschen mehr vorhalten. Das war's, oder? Schieß lieber nochmal auf ihn. So. Das dürfte reichen.
schmier ab. Du Wahnsinnigen. Verdammter Hunde. Können wir schön abdrehen zur Seite. So, das dürfte es jetzt aber gewesen sein, oder? Haben wir alle runtergeholt? Haben wir auch den Bomber rechtzeitig runtergeholt? Ich will's hoffen. Ist da jetzt noch einer? Was ist denn mit ihm? Hm. How was I going to explain this to Farah? Was genau sollen wir Farah erklären? Encounter two enemy planes. Base bombed. Verdammt. Wir haben zwar einen Flieger runtergeholt, aber unsere Basis wurde bombardiert. Dann haben wir auch noch Second Lieutenant Marshall Neville und Second Lieutenant Mike Connolly verloren. Oh Gott. Das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Übrigens, man braucht, glaube ich, 3 bis 5 Missionen hintereinander, die man versagt. Erst dann fliegt man aus dem Geschwader raus. Ja, die beiden, Neville und Donnelly, sind weg. Neu dabei, Second Lieutenant Jason Duggan. Na, das läuft nicht gut. Obwohl, naja, was soll man machen? Wir haben noch schwierige Aufträge. Und beim ersten Mal haben wir einfach nur Pech gehabt, dass wir dieses Rotkreuzfahrzeug getroffen haben. Nun gut, Second Lieutenant Fusilli, 3 Missionen, 3 Kills, läuft doch soweit. Naja, ja, kann nicht immer alles nach Plan laufen, sagen wir es mal so. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denkt an die grünen Daumen, hinterlasst mir eure Kommentare und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder per PN, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, ciao und bye bye.